1914. Der Mord am österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand entfesselt den Ersten Weltkrieg. Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich zwingen Europa in apokalyptische Schlachten. Nach 3 Jahren steht die Welt der Habsburger vor dem Zusammenbruch und ein neuer, unerfahrener Herrscher vor der Herausforderung seines Lebens. Österreichs junger Kaiser Karl ist inmitten des Krieges auf den Thron gekommen. Jetzt muss er Frieden schaffen, um sein altes Reich zu retten. Um jeden Preis. Herbst 1916. Seit mehr als 2 Jahren kämpfen die Truppen der Mittelmächte Österreich-Ungarn und Deutschland an mehreren Fronten erbittert gegen die Hauptgegner Frankreich, Großbritannien, Italien und Russland. Millionen Soldaten sind bereits getötet, Millionen werden noch folgen. Ganze Länder bluten aus. Für das Habsburgerreich steht nicht nur das militärische Überleben auf dem Spiel, sondern auch das seiner Menschen. In Wien regiert erst seit wenigen Wochen ein neuer, junger Kaiser. Auf ihn richtet die leidende Bevölkerung, die sich jeden Tag bei Suppenküchen anstellen muss, all ihre Hoffnungen. Senden Sie den Kriegsminister nicht an die Front, Majestät. Dort ist jetzt noch der lichteste Punkt unseres Elends. Senden Sie ihn an die Peripherie Wiens. Nach Otterkring, nach Favoriten, wo die zu unkenntlichen Hungergestalten herabgekommenen Frauen, abgezehrte Kinder am Arm, vor den Läden angestellt sind. Der Hunger ist der wahre Feind. Er stärkt nur die Gegensätze. Dann zeig den Menschen, dass du bei ihnen bist. Karl und Zita. Dem neuen Kaiserpaar ist bewusst, dass ihr Reich von Krieg und Hunger verschlungen wird. Es war klar, dass wir keinen Winter mehr überleben würden. Daher war die Notwendigkeit, einen Frieden um jeden Preis zu erringen, das Notwendigste, das Wichtigste. Also man hat schon gewusst, wenn nicht jetzt ein Ende gemacht wird, wird nicht nur der Krieg verloren, sondern es wird auch eigentlich das gesamte politische Gefüge in den Abgrund reißen. Auch das Ende der Monarchie hat sich damals eigentlich schon abgezeichnet. Ja. Der Gegensatz zu den deutschen Verbündeten könnte nicht größer sein. Für die obersten Feldherren Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff gilt die Devise: Wenn Friede, dann nur durch einen Sieg. Dem Waffenbruder begegnen sie mit immer größerem Misstrauen. Es gab immer ein erhebliches Maß an Vorurteilen gegenüber den Österreichern, die aus preußischer Sicht in dem Sinne, naja, etwas zu lax waren. Sie waren nicht effizient genug, sie waren nicht ausgebildet, sie waren nicht motiviert genug. Man hatte ja immer mehr das Gefühl, dass man für jemanden kämpfte, der es eigentlich nicht wert war, dass man für ihn kämpfte. Tatsächlich wären Österreichs Truppen ohne deutsche Hilfe längst nicht mehr kampffähig. Kaiser Wilhelms Generäle übernehmen zunehmend die Kontrolle über die Kriegsführung. Wenn wir die Österreicher nicht an die Kandare nehmen, setzen wir uns der Gefahr aus, dass sie das Deutsche Reich ins Verderben ziehen. Was schlagen Sie vor, meine Herren? Oberstleutnant Stolzenberg hat eine kleine Studie für mich erstellt. Demnach ist es wohl das Beste, wenn wir den Thronfolger an uns binden. Karl, ich bitte Sie. Jeder weiß, dass er kein Freund der Deutschen ist. Dann machen wir ihn eben uns zum Freund. Umarmen wir ihn, solange er noch formbar ist. Doch Kaiser Karl ist kein Freund der Deutschen. Das hat auch familiäre Gründe. Karls Frau Zita ist Bourbonin und damit Teil einer österreichisch-französischen Achse, die bis Kaiserin Maria Theresia zurückreicht. Die Einstellung des Thronfolgers
kann man auf den relativ einfachen Nenner bringen, dass er die Deutschen nicht sehr mochte. Er hat sie geachtet, aber er mochte sie nicht. Und in dem Augenblick, wo er eben auch diese deutsche Allmacht verspürt hat, werden seine Sympathien noch geringer. Das Kaiserhaus in Baden bei Wien. Hier ist ab Januar 1917 das neue Zentrum der Macht der Donaumonarchie. Der Sieg über Rumänien bringt uns enorme Vorteile. Wir sollten jetzt versuchen, mögliche Friedensverhandlungen einzuleiten. Eben hat Karl selbst das Oberkommando über seine Truppen übernommen und nach Baden verlegt. Nun will er sie so rasch wie möglich aus diesem Krieg hinausführen. Außenminister Graf Ottokar Czernin ist dabei an Karls Seite. Vorerst. Graf Czernin. Was jetzt? Die wichtigste Verbündete aber ist seine Frau, Zita von Bourbon-Parma. Bei Zita waren eigentlich zwei Punkte entscheidend. Sie war die klügere, die ehrgeizigere und die politisch viel engagiertere Person. Und sie war auch diejenige, die, das hat vielen missfallen, ganz offen und ungeniert den Ton angegeben hat. Sie war niemals die hübsche Prinzessin oder später Kaiserin, die repräsentieren sollte und einfach nur schön sein sollte. Sie war immer für ihn ein Partner auf Augenhöhe. Schau, das neue Memorandum von Czernin. Gedanken zur Beendigung des Krieges. Ich halte es für höchst aufschlussreich. Was schreibt er? Dass wir untergehen, wenn wir weiterkämpfen, mit mathematischer Gewissheit. Wir sollten die geschlagenen Wunden akzeptieren, auf Gebietsgewinne verzichten und Frieden machen. Das ist meine Rede. Die Entente ist nicht zu schlagen. Ich habe meine Mutter gebeten, mit meinen Brüdern in Kontakt zu treten. Dann werden wir wissen, was die beiden für uns tun können. Sixtus und Xavier. Die kaiserliche Verwandtschaft soll den Weg zum Frieden ebnen. Seit Jugendtagen ist Karl eng mit Zitas Brüdern befreundet und seit der Hochzeit auch mit ihnen verwandt. Die Vermählung von Karl und Zita im Oktober 1911 ist zwar durch ihre Familien arrangiert, doch es ist eine Liebesheirat. Sie lässt die Dynastien von Habsburgern und Bourbonen noch enger zusammenrücken. Karls Schwäger, Sixtus und Xavier sollen nun Friedensvermittler in Richtung Frankreich sein. Allein, der Krieg hat die Familien getrennt. Sixtus dient, wie sein Bruder Xavier, in der belgischen Armee. Doch Blut ist stärker als Nation. Die Bourbonenprinzen sind Mitglieder von Frankreichs königlicher Familie. Und aus Karls Sicht ideale Mittelsmänner. Auch wenn sie in der Republik offiziell keinen Einfluss mehr haben. Mais leurs sentiments sont pro-français. Aber ihre Einstellung war pro-französisch und antideutsch. Außerdem verfügten Sixtus und Xavier über Kontakte zu hohen französischen Beamten, vor allem zu Staatspräsident Poincaré. Et notamment auprès du président de la République Poincaré. Diese Bande der Familie nach allen Seiten hin war natürlich eine große Erleichterung, trotz des Krieges und trotz aller Schwierigkeiten. Was nun folgt, wird als Sixtus-Affäre in die Geschichte eingehen. Karls Verhandlungen mit Frankreich für einen Sonderfrieden, geheim, ohne das Wissen Deutschlands. Ein Jahrhundert lang war völlig unklar, was hinter verschlossenen Türen genau abgelaufen ist. So, wir haben da jetzt die Urkunde. Doch nun könnten neue Hinweise erstmals Klarheit bringen. Im Februar 2017 tauchen in einem Nachlass in Wien die Tagebücher eines der engsten Freunde und Wegbegleiter Kaiser Karls auf. Von Tamás Graf Erdödi.
Der Historiker Manfred Rauchensteiner untersucht die Aufzeichnungen in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Staatsarchiv. Der Schriftvergleich mit offiziellen Dokumenten zeigt, die Tagebücher sind echt. Der Tamaschertl, die ist deswegen so interessant in seinen Aufzeichnungen, weil sie authentisch sind, weil sie zeitnah geschrieben worden sind. Und es ermöglicht eine Chronologie der Geschehnisse, so wie wir sie eigentlich bis jetzt nicht gehabt haben. Er hat das nicht für die Öffentlichkeit und für die Nachwelt geschrieben, sondern für sich, dass man also das Gefühl hat, er ist sich des Krimis bewusst, in dem er gelebt hat und von dem er ein Teil war. Dieser Krimi spielt sich im Frühjahr 1917 ab. Kaiser Karl steht vor der größten Bewährungsprobe seiner kurzen Herrschaft. Sein enger Freund Tomasz Erdödy soll ihm dabei helfen. 8. Februar 1917. Heute ließ mich seine Majestät ganz unerwartet holen. Tomasz, wunderbar. Sag, wie steht es in der Lebensmittelfrage? Nun ja, du weißt ja, Majestät, wir brauchen vor allem Zeit. Zeit ist, was wir am wenigsten haben. Bitte, Tamasch, ist es dir möglich, noch heute Abend in die Schweiz zu fahren? Mit Freuden. Es ist eine sehr heikle und sehr gefährliche Angelegenheit. Alles, was Majestät befehlen. Gut. Nimm um 7:30 den Express nach Zürich. Als Emissär des Kaisers wird Tomasz Erdödy bei den Geheimverhandlungen mit Frankreich eine Schlüsselrolle spielen. Zita. Eure Majestät. Tamasz, grüß dich. Auf die eigentlich dafür vorgesehenen Kanäle verzichten sie. Sie begeben sich in die Rue de Pommier Nummer 7 in Neuchâtel. Ein alter Mann, Monsieur B. de la Tour, wird Ihnen öffnen. Er ist informiert und weiß Bescheid. Sie werden dort Sixtus und Xavier treffen. Übergeben Sie meinen Brüdern diese Briefe. Gibt es Verhandlungen mit den Franzosen? Hören Sie, Tamasz, Sie haben lediglich Befehl, diese Briefe zu übergeben. Sie haben zu erklären, dass Sie nicht berechtigt sind, irgendwelche Informationen entgegenzunehmen. Beantworten Sie keine Fragen, die Ihnen Sixtus und Xavier stellen. Kein Wort über die Situation der Monarchie, über die Ernährungslage, die innere Stimmung, was auch immer. Verstehen Sie? Wissen die Deutschen davon? Im Stich will ich Sie nicht lassen, aber ich will Sie zur größten Nachgiebigkeit zwingen. Es wird ein gewagtes Stück. Du musst auf Spitzel achten. Also, mein Lieber, alles Gute. Sollten Sie gefasst werden, werden weder Seine Majestät noch das Außenministerium von Ihnen etwas wissen. Und nun fahren Sie mit Gott, Tamasz. Für den politisch unerfahrenen Kaiser ist es ein Spiel mit hohem Einsatz. Geheime Verhandlungen mit dem Feind hinter dem Rücken des Waffenbruders. Das ist eigentlich das Besondere an der Geschichte, dass das jetzt keine Aktion der österreichischen Regierung war, sondern eine wirkliche Privatgeschichte des Kaisers und seiner Frau. Es ist wieder aus diesem Gefühl der dynastischen Überlegenheit heraus geschehen. Man hoffte einfach, dass das Wort und das Gewicht eines Kaisers natürlich ganz anders zu werten war, als wenn es ein Ministerpräsident oder ein anderer führender Politiker hätte unternommen. Doch wie würde Frankreich auf die Signale des Feindes reagieren? Sixtus hatte bereits beim französischen Präsidenten Poincaré vorgefühlt. Tatsächlich ist Frankreich in einer ähnlich fatalen Lage wie Österreich. Kriegsmüdigkeit, Meuterei bei den Truppen und die Angst, dass die drohende Revolution in Russland Deutschland noch stärker machen könnte. Der Vorstoß aus Wien ist ein Hoffnungsschimmer. Ce que l'on attend en France de l'empereur Charles. Was Frankreich von Kaiser Karl erwartete, war ganz einfach. Ein Separatfrieden. Es war das Ziel der französischen Politik, einen Keil zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn
zu treiben. L'Autriche-Hongrie de l'Allemagne. Neuchâtel am Neuenburger See. Die neutrale Schweiz ist während des Ersten Weltkriegs Tummelplatz von Spionen und Drehscheibe für Geheiminformationen zwischen den kriegsführenden Mächten. In einem Haus unweit vom Seeufer sollen Sixtus und Xavier jenen Mann treffen, der die Friedensbotschaft des Kaisers von Österreich überbringen wird. 13:35 Uhr, es ist Zeit. Der Gesandte des Kaisers gibt sich offiziell als Kaufmann aus. In seinem Tagebuch skizziert Tamás Erdődy dieses erste Treffen. Im Namen der Majestät des Kaisers danke ich Ihnen für Ihr Kommen. Ich habe ein Schreiben des Kaisers an Sie zur Übergabe. Ich befand mich in einem mit sehr schönen alten Sachen eingerichteten Raum. Bitte sehr. Wir legitimierten uns gegenseitig und sodann übergab ich die anvertrauten Sachen. Als nächsten Schritt wünscht der Kaiser ein persönliches Treffen. Ich kann unmöglich mit leeren Händen gehen. Ich brauche ein konkretes Angebot. Im Klartext, ohne Gegenleistungen gibt es für Österreich keine Chance auf einen Frieden mit der Entente. Serbien mit mehr Zugang, die Wiederherstellung Belgiens mit dem Kongo und die Rückgabe von Elsass-Lothringen an Frankreich. Nun sagten mir die Prinzen die Wünsche der Entente, welche aber zum großen Teil unerfüllbar sind. Ich notierte mir alles und ließ zur Bestätigung der Richtigkeit den Prinz Sixt unterfertigen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Eine sehr interessante, eine sehr wichtige Passage, was hier seitens der Entente dem Grafen Erdödy mitgegeben worden ist. Das waren natürlich weit gesteckte Ziele, von denen wohl von vornherein anzunehmen war, dass nicht alle erfüllt werden würden. Der Wundepunkt ist Elsass-Lothringen, symbolisiert durch die Hochkönigsburg. Heute ein französisches Nationalmonument, war sie im Ersten Weltkrieg im Privatbesitz des deutschen Kaisers. Ein Mahnmal für den seit 1000 Jahren andauernden Kampf zwischen Frankreich und Deutschland um diese Grenzregion. Elsass-Lothringen gehört erst seit 1871, seit dem Deutsch-Französischen Krieg, zum Deutschen Reich. Der Erste Weltkrieg hat diese Region in ein Trümmerfeld verwandelt. Frankreichs Präsident Poincaré stammt selbst aus Lothringen. Nur zu gerne würde er seine Heimat wieder bei Frankreich wissen. Bei einem weiteren Treffen lässt Kaiser Karl ausrichten, dass man über die Rückgabe Elsass-Lothringens durchaus reden könnte. Darauf können wir aufbauen. Damit ist der Weg für weitere Verhandlungen frei. Il y a aussi dans l'esprit de Poincaré. Poincaré schreibt in seinen Memoiren, dass er Österreich für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verantwortlich macht. Da war es für ihn nur logisch zu denken, dass Wien diesen Krieg auch beenden sollte. Unter falschen Identitäten reisen die Bourbonenprinzen nun nach Österreich ein. Nach 36-stündiger Fahrt erreichen sie Schloss Laxenburg, den Wohnsitz von Kaiser Karl und Zita, 20 Kilometer südlich von Wien. Sixtusstiege heißt die Wendeltreppe heute, die sie hinaufsteigen, benannt nach den Ereignissen, die sich in den kommenden Stunden in Karls und Zitas Privatgemächern abspielen und die Graf Erdödy genau beschreibt. Eure Majestäten. Die darauffolgende Wiedersehensszene war wirklich rührend. Ihre Majestät hatte ihre Brüder beinahe 3 Jahre nicht gesehen und flog ihnen mit Tränen in den Augen um den Hals. Karl. Mein lieber Sixtus. Servus. Es freut mich. Xavier. Karl. Meine Herren. Graf Erdödy, der Bote des Kaisers, hält vor der Türe Wache. Nichts vom Folgenden darf nach draußen dringen.
In der Nacht zum 24. März wird in Laxenburg Politik am grünen Tisch gemacht. Es geht um ein konkretes Angebot, das Österreich-Ungarn einen Teilfrieden, zumindest mit Frankreich, ermöglichen soll. Waren Sie sehr erfreut über deine Absicht? Allein Außenminister Czernin sieht die Vorgänge mit Skepsis. Majestät, vergesst nicht, dass Sie als Verbündeter Deutschlands Verpflichtungen habt. Ich habe es nicht vergessen, Graf Czernin. Aber alles der Reihe nach. Erst das Abkommen mit Frankreich, dann werden wir Sie zu überzeugen haben. Notfalls müssen wir alleine gehen. Österreichs Außenminister weiß, was das bedeutet. Wir müssen das Unmögliche möglich machen, Graf Czernin. Die Rückgabe von Elsass-Lothringen an Frankreich in Aussicht zu stellen, wäre Verrat an Deutschland. Dessen bin ich mir bewusst. Das will ich ja nicht außer Acht lassen. Meine Herren? Aus Sicht Karls war natürlich das Angebot an Frankreich, die Deutschen zu bewegen, in Elsass-Lothringen Konzessionen zu machen, vergleichsweise billig, muss man schlichtweg sagen, denn es war ja auch nicht sein Land. Umgekehrt wäre es ungerecht zu sagen, dass das für Deutschland sakrosankt gewesen wäre. Es gab auch in Deutschland Stimmen, die gesagt haben, wir müssen gerade in der Elsass-Lothringen-Frage Konzessionen machen. Der Druck der Dynastie. Nie muss ihn Kaiser Karl stärker gespürt haben als im Frühjahr 1917. 12 Kaiser und 19 Kaiserinnen, darunter Maria Theresia, liegen hier in der Kapuzinergruft in Wien begraben. Nur wenn Karls Friedensplan aufgeht, hat das Haus Habsburg, dessen Wurzeln so weit in die Vergangenheit zurückreichen, auch eine Zukunft. Ende des 13. Jahrhunderts hat an der Donau in Österreich der Aufstieg des aus der Schweiz stammenden Adelsgeschlechtes der Habsburger begonnen. Vom kleinen Grafen zu Kaisern des Heiligen Römischen Reiches. Ebenfalls an der Donau, im Schloss Persenbeug in Niederösterreich, wird der Dynastie am 17. August 1887 ein Kind geboren. Kaum jemand nimmt davon Notiz. Alles wird überstrahlt von den Fixsternen der Habsburger Galaxie. Kaiser Franz Josef und seiner Frau Elisabeth, genannt Sissi. Es ist der kleine Erzherzog Karl, ein ruhiger Junge, der tief religiös erzogen wird. In der Erbfolge spielt er keine Rolle. Und doch erweist sich dieses Foto, das Karls Mutter dem Kaiser abnötigt, als geradezu prophetisch. Ein Schicksalsschlag katapultiert Karl in der Thronfolge ganz nach vorne. Es ist der 28. Juni 1914. Erzherzog Karl führt seit 3 Jahren ein beschauliches Familienleben mit Zita. Mein Gott. Waren die beiden sofort tot? Es ist der Zündfunke für den Ersten Weltkrieg. Der Student Gavrilo Princip hat in Sarajevo den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Frau erschossen. Ein Serbe. Um Gottes Willen. In diesem Moment ist klar, Karl wird der Nachfolger von Kaiser Franz Josef. Damit ist für ihn zweifellos eine Situation eingetreten, die ihm auch persönlich alles abgefordert hat. Denn er ist nicht auf sein Kaiseramt vorbereitet worden. Der 84-jährige Kaiser Franz Josef hat keine Kraft mehr, den neuen Thronfolger einzuarbeiten. Im November 1916 stirbt er. Nach 68 Jahren an der Macht. Als wir aus dem Sterbezimmer herauskamen, kam Prinz Lobkowitz, der Kammervorsteher vom Kaiser gewesen war, bis dorthin, ihm entgegen und Tränen in den Augen, machte ihm ein Kreuz auf die Stirne und sagte: Gott schütze Sie, kaiserliche Hoheit. Amen. Und damit war zum ersten Mal dieser Titel Kaiser Karl verliehen worden. Es war wirklich die ganze Last übergegangen auf die Schultern von Kaiser Karl. Ich aber
habe den Kaiser begleitet, so viel ich konnte, wie jede Österreicherin das mit ihrem Mann gemacht hätte, wenn sie ihm helfen konnte. Doch das Glamour-Paar Karl und Zita herrscht über ein zerbrechendes Reich. Der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn ist ein Pulverfass. Eine satirische Landkarte von 1911 zeigt die ethnischen Vorurteile zwischen den 11 großen Nationalitäten mit ihren unterschiedlichen Sprachen und Religionen. Der Krieg hat die Völker Österreich-Ungarns noch einmal unter dem Banner der Habsburger vereint. Doch je schlechter es an den Fronten aussieht, desto stärker werden die Fliehkräfte. Alleine der Bündnispartner Deutschland garantiert eine gewisse Stabilität. Österreich wurde zwar zunehmend als Klotz am Bein angesehen, andererseits aber war es politisch wie militärisch der einzige Bündnispartner, der einigermaßen kompatibel angesehen wurde. Und insofern ist sicherlich das ein doppeltes Verhängnis. Auf der einen Seite natürlich lädt sich das Deutsche Reich zunehmende Probleme auf mit Österreich-Ungarn. Zum anderen aber weiß man genau, aus diesem Dilemma kommt man nicht heraus. Nun ist der österreichische Kaiser drauf und dran, dem Waffenbruder in den Rücken zu fallen. In der Nacht auf den 24. März 1917 setzt Karl in Laxenburg einen Brief an seinen Schwager Sixtus auf. Bestimmt ist das Schreiben aber für den französischen Präsidenten Poincaré und damit auch für die mit Frankreich verbündeten Engländer. Mein lieber Sixtus, das Ende des dritten Jahres dieses Krieges, der so viel Trauer und Leid in die Welt gebracht hat, naht heran. Karl ringt um jedes Wort. Bis zur Endfassung des Briefes wird er über ein Dutzend Entwürfe anfertigen. Es ist mir daher besonders erfreulich zu sehen, dass mein Reich von Frankreich durch keine wirklichen Interessensgegensätze getrennt ist. Und? Kommst du voran? Ja. Zita war sicher auch federführend. Sie war die treibende Kraft. Und das belegen jetzt auch Tagebuchaufzeichnungen von Tamás Erdődy, dass sie ja beim Schreiben, beim Verfassen dieser Sixtus-Briefe dabei war. Prinz Sixtus bringt den Brief des Kaisers nach Frankreich und übergibt ihn persönlich an Präsident Poincaré im Élysée-Palast. Deshalb bitte ich dich, dem Präsidenten der Französischen Republik geheime und inoffizielle Mitteilung zu machen. Zwei Wochen später erreicht die Kunde vom Schreiben des Kaisers den englischen Premier Lloyd George, dass ich mit allen Mitteln bei meinen Verbündeten die gerechtfertigten Rückforderungsansprüche Frankreichs in Bezug auf Elsass-Lothringen unterstützen werde. Und letztlich auch den englischen König George V. In der Hoffnung, dass wir so beiderseits den Leiden so vieler Millionen Menschen ein Ende setzen werden. Karl. Aber das ist der Friede, Prinz Sixtus. So Gott will, Eure Majestät. Es hat natürlich schon eine andere Qualität, dass der österreichische Kaiser über Verwandtschaft versucht, jetzt dann mit der französischen und der englischen Regierung ins Gespräch zu kommen. Und dass er die Deutschen, wenn man so will, in einer wichtigen Kriegsphase darüber nicht unterrichtet hat, war politisch nicht klug. Kaiser Karl versucht, sein Versäumnis nachzuholen. Mit dem Hofzug reist er wenige Tage später zu Kaiser Wilhelm. Doch vor Ort verlässt ihn der Mut. Anstatt von seinen Verhandlungen zu berichten, macht er den Deutschen gegenüber nur Andeutungen. Kaiser Karl hatte seinen Bundesgenossen in Deutschland gesagt, wenn wir nicht bald einen Frieden schließen, so werden es die Völker über unsere Köpfe machen und das wird zu ihrem Schaden sein. Bis zu seiner Abreise wagt Karl es nicht, die Karten auf den Tisch zu legen. Doch
Doch die Deutschen ahnen bereits durch ihren Nachrichtendienst, dass irgendetwas im Gange ist. Seinen Truppen können wir trauen, aber ihm? Einen Bruch mit Österreich aber will sich Kaiser Wilhelm weder politisch noch militärisch leisten. Ich habe vor kurzem einen Wandspruch gelesen. Da stand: Wir sind dazu verpflichtet, jeden Menschen für gut zu halten. Solange er uns nicht vom Gegenteil überzeugt. Dass die Österreicher an einem Frieden interessiert waren, ist bekannt gewesen. Aber man ist immer davon ausgegangen, dass es eigentlich darum ging, einen allgemeinen Frieden und nicht einen Sonderfrieden herzustellen, zulasten irgendeines der Partner. Und das ist ja dann auch die große Überraschung. Karl unterläuft ein weiterer Fehler. Er ignoriert Italien. Zu Kriegsbeginn noch mit Österreich verbündet, hatte Italien 1915 die Seiten gewechselt und kann seither durch einen Sieg über Österreich weit mehr gewinnen als durch jeden Kompromiss. Etwa Triest. Bei Verhandlungen in den französischen Alpen wollen Briten und Franzosen die Italiener dazu bringen, zumindest auf einen Teil ihrer Ansprüche zu verzichten. Doch die Konferenz in Saint-Jean-de-Maurienne Ende April scheitert, nicht zuletzt an Kaiser Karl. Er kann es sich innenpolitisch nicht leisten, Italien, aus seiner Sicht ein Verräter, ein attraktives Angebot zu machen. Die Reaktion ist klar. Poincaré schreibt, die Italiener seien fuchsteufelswild gewesen. Das Dilemma ist gewesen, dass man natürlich die Italiener, denen man ja sehr viel versprochen hatte, damit sie auf der Seite der Engländer und Franzosen in den Krieg entran, dass man die Italiener nicht dazu bekommen konnte, in irgendeiner Form Kompromisse zu machen, also auf einen Teil der versprochenen Beute zu verzichten. Und daher enden die sehr aufwendigen und sehr intensive, mit so vielen Hoffnungen ausgestatteten Kontakte im Nichts. Das Fenster zum Frieden schließt sich ebenso leise, wie es sich geöffnet hat. Stattdessen wird das Kriegsgetöse lauter denn je. Im Frühjahr 1917 intensiviert Deutschland den U-Boot-Krieg. Alle Schiffe, auch von neutralen Staaten, werden ohne Vorwarnung torpediert. Als Folge treten nun auch die USA in diesen Krieg ein. Die 12. Isonzo-Schlacht bringt im Herbst 1917 überraschend einen überwältigenden Sieg deutscher und österreichischer Truppen gegen Italien. Dafür setzen die Mittelmächte, wie auch die Gegenseite, eine grausame, bereits seit 10 Jahren international geächtete Waffe ein. Giftgas. Nach 2 Revolutionen tritt Russland aus dem Weltkrieg aus. Die Soldaten legen ihre Waffen nieder. Eine 500.000 deutsche Soldaten wird somit frei für den Krieg im Westen. Im März 1918 beginnt eine gigantische Militäroperation, die sogenannte Kaiserschlacht. Die Siegeszuversicht des Deutschen Reiches ist größer denn je. Selbst der österreichische Außenminister Graf Czernin lässt sich davon mitreißen. 1 Jahr nach dem Scheitern der Friedensinitiative seines Kaisers hält er im Sitzungssaal des Wiener Rathauses eine Rede. Darin behauptet Czernin gegen jede diplomatische Etikette, dass Frankreichs Ministerpräsident Clemenceau bei ihm wegen Friedensverhandlungen angefragt habe. Dann ging die Bombe hoch. Czernin hält die Rede. Clemenceau reagiert prompt und sagt, das ist alles eine Lüge. Und im Übrigen, ich habe ja die Briefe, dass ihr, meine lieben Österreicher, an uns herangetreten seid, um über einen Sonderfrieden zu verhandeln. Es ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast schon so etwas wie ein Krieg der Fake News. Czernin setzt eine Fake-Nachricht in die Welt. Zwar nicht auf Twitter oder so, aber Clemenceau kann das so nicht stehen lassen. Er muss es schaffen, die Wahrheit wieder in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen. Binnen weniger Tage kommt es zum internationalen Skandal. Jede Seite bezichtigt die andere der Lüge. Schließlich schafft der französische Ministerpräsident Fakten und lässt den Brief des Kaisers vom März 1917 in den Medien veröffentlichen.
Graf Erdödy hat am 13. April 1918 in sein Tagebuch eingetragen. Heute ist der Brief auch schon in allen Zeitungen zu lesen. Es herrscht eine kolossale Aufregung darüber. Es ist ein Brief seiner Majestät an Prinz Sixt, an den ich mich sehr gut erinnern kann. Und da hat Karl leider völlig falsch reagiert. Statt zu sagen, ja, ich habe es probiert, ich stehe dazu, hat nicht funktioniert, hat er gesagt, ich weiß nichts von Briefen. Kaiser Karl steht als Lügner da, vor allem vor den deutschen Verbündeten. Kein Mensch ist mir dankbar. Mein Vertrauen ist dahin. Majestät, ich hab's ja gesagt, man kann mit Österreich keine gemeinsame Politik machen. Wollen Sie Österreich-Ungarn den Krieg erklären, Majestät? Reden Sie nicht, Ludendorff. Bestellen Sie mir lieber den österreichischen Kaiser hierher. Also die Deutschen sind über die Enthüllung des Grafen Czernin, dass es da entsprechende Gesprächsangebote und Verhandlungsangebote gegenüber den Alliierten gegeben hat, sind natürlich enorm entsetzt. Also aus ihrer Sicht ist das zu einem Zeitpunkt, als man glaubt, auf der Siegerstraße zu sein, nichts anderes als blanker Verrat. Und dafür rächt sie sich auch im wahrsten Sinn des Wortes. Kaiser Karl ist dem Druck nicht mehr gewachsen. Besser. Auch innenpolitisch. Außenminister Czernin verlangt eine Ehrenerklärung, dass er mit den Briefen nichts zu tun gehabt habe. Eine glatte Lüge. Graf Czernin, Sie können nicht erwarten, dass der Kaiser das unterschreibt. Der Kaiser hat sich kompromittiert. Er hat bloß die Wahl abdanken oder alles ableugnen. Sie sind ja nicht bei Sinnen. Auch diesen Eklat hält Tamás Erdödy in seinem Tagebuch fest. Dann musst du alles auf dich nehmen. Tamás, es fällt mir nicht im Traum ein. Ich bin hier, um die kaiserlichen Befehle auszuführen und nicht um einen Minister zu decken. Wenn du dich weigerst, bin ich ein toter Mann. Dann bleibt mir nichts als die Pistole. Also? Also dann. Außenminister Czernin will den Kaiser sogar dazu drängen, seine Herrschaft an einen neuen Regenten abzugeben. Doch Zita weiß das zu verhindern und Karl entlässt seinen Außenminister. Am 12. Mai 1918 wird er ins belgische Spa zu Kaiser Wilhelm zitiert. Es wird ein regelrechter Canossagang. Wilhelm II. Machte beim Empfang des österreichischen Kaisers deutlich, dass er ihn nicht nur für schwach hält, sondern dass er ihn auch für einen Verräter hält und dass er ihn jetzt wie ein Schuljungen abkanzeln und bestrafen will. Die deutsche Rache geht ja darauf hinaus, dass man Karl ja dazu zwingt, alles zu unterschreiben, was die Deutschen von ihm fordern. Die Österreicher sind seitdem nichts anderes als ein Vasall des Reiches. Das Memorandum von Spa. Protokoll einer völligen Unterwerfung. Militärisch hat Deutschland nun ganz allein das Oberkommando. Und somit ist endgültig klar, dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Ein letztes Geburtstagsfest im Kreise der Getreuen am 17. August 1918. 31 Jahre ist Kaiser Karl jetzt alt und schon längst kein Hoffnungsträger mehr. Galten er und die Habsburger Monarchie zu Beginn seiner Herrschaft noch als Gegengewicht zu Deutschland, ist nun alles anders. Die Alliierten haben im Grunde jetzt ihren Beschluss gefasst. Man kann mit Österreich keinen Sonderfrieden treffen. Sie haben sehen keine Alternative mehr als die endgültige Kapitulation und Niederlage beider Mächte. Wenn man es verkürzt, kann man natürlich sagen, dass die Sixtus-Affäre und Karls Handeln dazu beigetragen haben, dass die Monarchie zu Grabe getragen wurde. Die Frage ist allerdings, ob die Monarchie von Anbeginn des Krieges überhaupt eine Überlebenschance hatte. Dem überaus frommen Kaiser bleibt nichts als das Gebet in der Schlosskapelle von Laxenburg. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade.
Der Herr ist mit dir. Im Sommer 1918 bricht der Widerstand der österreichischen und deutschen Truppen an allen Fronten zusammen. Ende Oktober erklären sich die Völker der Donaumonarchie binnen weniger Tage für unabhängig und rufen eigene Staaten aus. Habsburger, Romanows und Hohenzollern müssen dem Wunsch ihrer Völker nach Selbstbestimmung nachgeben und von der Bühne der Geschichte abtreten. Das neue Europa der Nationalstaaten entsteht. Die Friedensverträge von Versailles und Saint-Germain schaffen eine neue Ordnung und vergrößern dennoch die Gräben zwischen den einstigen Kriegsgegnern. Nur zwei Jahrzehnte später sollte ein noch grausamerer Krieg Europa erneut verwüsten. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Kaiser Karl wollte den Krieg beenden und die Donaumonarchie retten. An beidem ist er gescheitert. Es lag daran, dass er mehr getriebener war als treibender, dass er sich nicht in der Lage sah, die Dinge entscheidend zu beeinflussen. Das mag in seinem Charakter liegen, in seiner Persönlichkeit, aber ich denke, es liegt vor allen Dingen an den Kriegsumständen und an der Kriegsentwicklung. Eine Woche nach der Kapitulation Österreichs am 3. November 1918 verlässt die kaiserliche Familie Wien. Am folgenden Tag wird die Republik Deutsch-Österreich ausgerufen. Was wird jetzt werden? Jetzt geht alles zu Ende, Majestät. Karl muss auf jede politische Funktion verzichten, die Abdankung aber verweigert er. Zweimal versucht er in den kommenden Jahren, zumindest in Ungarn, wieder an die Macht zu kommen. Vergeblich. Nach fast 650 Jahren ist die Ära der Habsburger zu Ende. Vielleicht war Karl insofern auch die richtige Persönlichkeit zur richtigen Zeit, weil sie so ganz offenkundig diese Problematik einer Monarchie vor Augen geführt hat, dass da Menschen durch Erbfolge so eine Fülle an Macht erhalten, der sie überhaupt nicht gerecht werden können und die einfach das Zeug nicht dazu haben, auch ein Land zu führen. Nach dem Scheitern ihrer Pläne sollen Karl und Zita nach dem Willen der Siegermächte die politische Bühne endgültig verlassen. Auf dem englischen Kriegsschiff Cardiff schickt man sie auf die Atlantikinsel Madeira ins Exil. Und mit ihnen das Modell des Vielvölkerstaates, vereint unter dem Wappen einer Dynastie. It was a pleasure. Kaiserin Zita wird im neuen Europa der Nationen nie ankommen. Bis zu ihrem Tod mit 97 Jahren im Jahr 1989 hält sie am Herrschaftsanspruch der Habsburger fest, auch im Exil. Für Karl wird Madeira die letzte Station seines Lebens. Kaum vier Monate nach seiner Ankunft stirbt er mit 34 Jahren an Lungenentzündung. Noch ist offen, wie Kaiser Karl in Erinnerung bleiben wird. Für den Verrat am Bündnispartner oder für seinen Versuch, Frieden zu schaffen.